So Leute, servus, TJ am Start, ja. Hallo Leute, heute mal mit einem kleinen Fitnessvideo. Wieder mal, heute geht es um das Tube, ja. Und ich werde mal euch ein paar schöne Übungen zeigen für den Lat, die man schön zu Hause machen kann mit so einem Tube. Ihr seht schon, aus der Form gekommen. 10% Gains verloren, aber das macht nichts, die werden jetzt wieder reingeholt. So, jeder kennt Überzüge für den Lat, ja. Ich bin kein Latissimus-Experte, ja, überhaupt nicht. Ich bin sogar, das ist meine Schwäche. Aber umso härter muss ich die natürlich trainieren. Ja, und um da ein bisschen Reize zu setzen, anstatt Latrudern zu machen, kann ich da auch Latüberzüge machen. Ja. Wie sieht das aus? Ich nehme mir das Tube zur Hand, stelle mich so hin, das sieht sehr affig aus. Ja, und nehme dann das so her und ziehe dann runter. Ja. Rüber beziehungsweise, ja, ich nehme das her, vielleicht so, dass es auf Spannung ist und ziehe das dann so her. Wichtig ist gerade Rücken, versuchen und immer so ein bisschen in die Beuge gehen, schön ausdehnen. Und schon merkt ihr, der Lat pumpt sich auf. Gerade als Aufwärmübung, 1H oder am Schluss nochmal. Ja, ihr seht, wenn ich euch das mal zeigen kann, handelsübliches Tube. Ich habe hier verschiedene Stärken. Einmal rot, weil es das Schwächste, damit man das vernünftig vormachen kann. Jetzt kommen wir zum Latrudern. Ja. So, da muss ich dann mal kurz umbauen. Kamera. Muss ein bisschen umgebaut werden, so lalalala. Das machen wir am besten hier so. Machen wir das? Ja, das machen wir so. So, jetzt muss ich hier erstmal das Tube umbauen. Ach du guter Gott. So, ich setze mich mal hierher. Ich schnalle jetzt mal ein bisschen eine andere Stärke drauf. Ja, das war jetzt zum Vormachen gedacht, aber für das brauche ich jetzt ein bisschen stärkeres Tube. Wenn ihr eine Bank habt, es muss ja nicht mal eine Handelbank sein, es kann auch eben eine beliebige Bank sein. Ich nehme jetzt mal, ich nehme mal das Blaue jetzt einfach. Ja, und dann geht ihr her und setzt euch hin. Ihr kennt Latrudern vielleicht alle, die schon mal ein Fitnessstudio von innen gesehen haben. Also die meisten, die dieses Video wahrscheinlich gucken. Ja, das ist jetzt für zu Hause, ja, wenn ihr, das ist ja ein Starter-Tube, es gibt ja noch ganz andere Tubes, die noch viel stärker sind, wo ihr dann auch mehr mit machen könnt. Folgendermaßen wieder, wenn ihr einen Balken habt, werft ihr hier drüber, ganz easy. So, jetzt mache ich das hier mal weg, setzt ihr euch hin, könnt hier euch beispielsweise hier so hinsetzen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schräg. Das ist ein bisschen doof. Ich richte das mal nochmal kurz aus. Moment. So, machen wir das mal. So, richte ich das mal kurz aus, dass das hier gerade steht. Das ist nämlich wichtig, dass ich gerade stehe. Perfekt. So, setze ich mich hin. Und dann ruder ich hierher, ja. Das ist jetzt extrem einfach, merke ich gerade. Ihr könnt es hier so nehmen und dann zieht ihr das her. Schön die Dehnung und schön hinter. Ja. Ja, da könnt ihr schön auch so ein bisschen mit dem Rücken nach hinten gehen. Ganz wichtig ist, dass ihr die Schulter nach hinten tut. Ja. Das heißt, ihr merkt es, ich bin hinten mit den Schultern. Ja, und das ist die ganze Übung. So, wenn ihr ein bisschen stärkeres Tube am Start habt, könnt ihr doch deutlich viel mit mir machen, ja. Das soll auf jeden Fall eine Impression sein für euch, wo ihr gucken könnt, was kann man zu Hause mit einem Tube machen. Die Dinge gibt es überall, brauche ich nicht verlinken, kriegt ihr überall auf jeder Seite, wo ihr Fitnessartikel kaufen könnt, von billig bis teuer. Das ist so ein Starter-Set mit drei verschiedenen Tube-Stärken. Ja, kann ich jedem empfehlen, auch fürs Trizeps-Training ist es perfekt. Leute, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen
Daumen nach oben da, ja. Ansonsten, ich hab euch im Auge, ja. Macht euch fit, ja. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao.